Es ist eine unheimlich schöne Region. Wenn man sportlich unterwegs sein will, ist super, weil es einfach ein bisschen bergiger ist. Aber auch so, wir sind jetzt mit E-Bikes unterwegs und wir fahren eigentlich hier ein wenig entspannter. Und Fichtelsee, also es ist einfach wunderschön hier. Ja, wir probieren es so oft wir Zeit irgendwie finden, probieren wir mit dem Rad unterwegs zu sein. Ist ganz verschieden, momentan haben wir mal Urlaub, 8, 14 Tage. Da probieren wir fast täglich oder alle zwei Tage mal zu fahren. Und die ganze E-Bike-Szene, das hat ja total zugenommen und es ist wunderschön für uns einfach Urlaub zu machen. Ja, wir sind das Eldorado hier im hohen Fichtelgebirge am Ochsenkopf. Das hat die Bedeutung, dass wir eben sehr viele Facetten des Radfahrens anbieten können. Das ist der extreme Bereich, der Downhill-Bereich auf der Ochsenkopf-Südseite, aber auch der Genussradfahrer fühlt sich hier sehr wohl, der auf dem Mainradweg, Nabtalradweg, Brückenradweg sehr schönen Ausgangspunkt hier von hier aus findet. Und wir bieten natürlich ein wunderschönes Mountainbike-Streckennetz an, über 300 Kilometer schön ausgeschildert. Und das sind natürlich auch alle Schwierigkeitsstufen dabei. Man kommt auf die höchsten Höhen hier im hohen Fichtelgebirge auf Schneeberg, Ochsenkopf, die beiden Tausender, die wir haben. Und das sind natürlich tolle Voraussetzungen. Auch Trailpassagen sind dabei, die eben sehr förderlich sind, auch für die Geschicklichkeit. Und wir haben natürlich auch hier die entsprechenden Testcenter von Qube, einmal das am Bullet House und die beiden Verleihcenter, da kommt das Fichtelrad noch mehr dazu. Also beste Voraussetzung für das Trail-Fotorado, dass wir das auch in der Kompetenz auch darstellen können. Naja, es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben Bock auf Fahrradfahren und wir wollen natürlich gerade das Thema E-Biken im Fichtelgebirge weiterbringen. Du hast einen riesen Vorteil, man kann eigentlich bei uns alles über Schotterwege erreichen, teilweise auch über Teerstraßen und für Mountainbiker natürlich auch deutlich schwieriger ins Gelände fahren. Also gerade jetzt hier die Ochsenkopfregion ist dann schon ziemlich anspruchsvoll, da geht es dann schon mächtig zur Sache, aber du kommst eigentlich mit einem normalen Mountainbike, wenn du ein bisschen Fahrraderfahrung hast, das heißt einigermaßen sicher auf dem Fahrrad sitzt, kannst du eigentlich fast zu jedem Aussichtspunkt mit dem Fahrrad hinfahren. Vielleicht muss der eine oder andere mal ein paar Meter schieben, um jetzt direkt zum Aussichtspunkt zu kommen. Aber das macht es halt schon schön bei uns. Also man kann da an einem Tag schon ziemlich viel schaffen und viel sehen, vor allem viele verschiedene Sehenswürdigkeiten.